Wir besuchen das Weingut Gröhl in Weinolzheim. Ja, wir sind jetzt beim Weingut Eckhard Gröhl. Das Weingut Eckhard Gröhl ist Aufsteiger-Weingut von der Zeitschrift Vinum ausgezeichnet worden dieses Jahr. Und wir kommen vom Mainzer und vom Mainzer Weinsenat. Und wir dürfen Ihnen die Urkunde überreichen zum dritten Platz bei der diesjährigen Prämierung der besten Rieslinge in Rheinhessen. Den dritten Platz hat Ihr Niersteiner Ölberg gewonnen. Und dafür ganz herzlichen Glückwunsch an Sie. Eine tolle Leistung. Und hier ist die Urkunde. Bitte schön. Vielen Dank. Vielen Dank. Freut uns. Du sagst uns etwas zum Weingut. Ja, sehr gerne. Also wir sind ein Familienweingut, wie man unschwer erkennen kann. Mein Bruder und ich sind die 13. Generation mittlerweile. Das Weingut existiert jetzt schon seit 1625, also hat auch sehr viel Tradition mit dabei. Und ja, unsere Weinbergslagen, die sind hier in Weinolzheim und im Nachbardorf Dahnheim, aber erstrecken sich auch bis nach Oppenheim und nach Nierstein an den Rhein. Und daher kommt auch dieser wunderschöne Wein vom Roten Hang, vom Roten Ton Sandstein in Nierstein. Wie schmeckt der Wein denn, Johannes? Ja, lecker, gell? Nee, also wir versuchen schon, dass man immer den Wein, den Boden widerspiegelt. Und ich glaube, wenn man reinriecht, ja, da hat er das ganz Markante vom Roten Hang. Also dieses Rot liegend in der Nase, man weiß direkt, wo er herkommt. Das ist uns wichtig. Und wenn man dann auch mal einen Schluck probiert, wollen wir auch dieses Salz, was Nierstein immer mitbringt, das Rotliegende, was dieses Salz hinten, das Schmatzende, das ist uns sehr wichtig. Ich denke, das hat der Wein hervorragend eingebunden. Und wie halt Ölberg auch ist, so ein bisschen saftiger. Pettental dagegen wäre ja ein bisschen karger. Aber Ölberg richtig schön saftig, das macht Spaß zu trinken, egal mit Essen oder ohne. Und so wollen wir es haben.